So, und wohin gehen wir jetzt? Natürlich nach Bosco Null Service Shop. Achtung! Hallöchen, Bosco. Psst, ich habe gerade ein Päckchen bekommen, das lauter tickt als alle fünf Herzschrittmacher von Larry King zusammen. Das ist sicher die Bombe meiner Mutter. Das Ding muss ich zur Hölle jagen. Er ist abgelenkt, Max. Nimm schnell das Päckchen und dann... Hey, Sam! Das ist die übergroße Hungersnotfigur mit realistischer Sauf- und Säuberungsdarstellung. Es hat über 1700 Gelenkpunkte, allein 250 im Kiefer. Du warst immer sehr ungeduldig beim Auspacken von Geschenken, mein Freund. Hey, Moment! Wo ist mein Päckchen? Mein Gott! Sie haben es genommen! Und Sam und Max auch! Es gibt einfach keinen sicheren Ort! Ist er nicht herrlich, Freunde? Ah, super. Jetzt haben wir nämlich alle vier. Der Reiter der Hungersnot. Genau. Alle vier Figuren, das heißt, wir können gleich am Nordpol tätig werden. Vorher will ich aber jetzt hier nochmal zu Stinky. Guten Tag. Und uns mit ihr unterhalten. Also schon ruhig hier drin. Hey da, Stinky. Falls das wirklich dein echter Name ist. Wer seid ihr zwei denn? Sam und Max, Freelance Police. Die Lieblingskunden des echten Stinky. So steht's zumindest auf unseren Kundenkarten. Die praktischerweise auch als Organspendeausweise fungieren. Oh ja, Sam und Max. Mein Opa hat mich vor euch gewarnt, als er mir das Restaurant überlassen hat. Wegen häufiger Gewaltandrohung und Zechenprellung. Er hat uns nicht vergessen. ja. Wie läuft's mit dem Geschäft? Naja, wenn es auch kein Rendezvous mit George Clooney in einer italienischen Villa ist, freue ich mich doch sehr, das alte Familienrestaurant wieder zu eröffnen. Die Leute weiter in Richtung ischämische Herzerkrankung durch Übergewicht zu bringen, ist ja auch Lohn genug. Andererseits ist George eine Augenweide. Und Fußweide. Meine Hunde bellen lauter als du, Fido. Den ganzen Tag rumstehen zieht dich doch runter, oder? Und wie? Ich bin dafür gemacht, auf Capri am Strand zu braten und nicht einer Bande nichtswürdiger ihren Braten vorzuwerfen. Jawohl. Bis dann. Tschö. Das war's. Jetzt können wir raus und zwar wieder zum Nordpol. Eat again soon. So. Wohin soll's denn gehen, Sam? Ja, wohin wohl? Wir fahren zum Nordpol. So, wieder in die Werkstatt rein. So, und nü können wir, hoffe ich doch jetzt mal. Fußbad und Piranha-Aquarium. Schade. Ja, ja. Machen wir einen Geschenkaufkleber dran. Ich hoffe doch jetzt mal, dass wir jetzt Stinky auswählen können. Wen ist das? Stinky! Jawohl, da ist er. Stinky könnte es gefallen. Ab dafür. So, hätten wir das auch. Wir benutzen jetzt erst einmal das hier. Das hatten wir ja schon im vorletzten oder davor dem Teil, dass wir die Figuren damit benutzen müssen. Können wir jetzt mit der Austreibung beginnen? Nein, wir brauchen noch drei Reiter. Dann mal flott. Ich habe gerade furchtbaren Appetit auf Erbsensuppe. Ah, ist er nicht herrlich? Ich hoffe, der Dämon weiß die ganze Arbeit zu schätzen, die wir auf uns nehmen. Ich hoffe nur, dass er uns nicht die Lungen ausreißt und vor unseren Augen auffrisst. Genau das meinte ich damit. So, der dritte.
Ich kann es gar nicht erwarten, dass wir diesen Bastard austreiben und das Video auf YouTube stellen. Du musst aber. Wir brauchen noch einen Reiter. Der Spruch war ja jetzt geil. Auf keinen Fall. Hä? Na, vergiss es. Na, hallo? Das ist der letzte. Jetzt müssen wir nur noch die Beschwörungsformel singen. Müssen wir? Wenn wir Santa, die Zeit des Schenkens und womöglich auch die Welt retten wollen, dann ja. Mir scheint's trotzdem nicht die Mühe wert. So, und da haben wir jetzt die Schallplatte von drüben. Lass uns das Lied vom lieben Dämon anmachen. Da war ein fürchterlicher Dämon mit einer gruseligen Form. Ja, die Platte springt und wir müssen jetzt helfen, die Texte zu vervollständigen. Ich habe mir das schon mal ein bisschen angeguckt und es ist wie folgt. Wie klebriges Gelatinezeug. In Lower Manitoba. Wie Mimesweeper. Hey, schlurfender Unternehmensgeist. Es hat funktioniert. Die weihnachtliche Macht zwingt dich. Jetzt kommt gleich ein dämonenfreier Santa heraus und überhäuft uns mit Geschenken wie ein reuiger Vater nach langer Dienstreise. Hat's geklappt? Hey, warte. Was? Ich dachte... Was? Nein. Ich gebe auf. Ich werde Zahnarzt. Feliz Navidad, Baby. Was? Nichts? Habt ihr denn nicht die Rückseite der Anleitung gelesen? Welche Rückseite? Wichtig. Halten Sie die Weihnachtsgeister bereit, um das Biest im Zaum zu halten, sonst sind sie geliefert. Sam und Max, ihr müsst Weihnachten retten! Ja, wir sind geliefert. Ja, Freunde, so ist das im Nordpol oder am Nordpol. Wie es nun hier weitergeht mit dem guten Santa und dem komischen lila Poltergeist, seht ihr dann im nächsten Teil. Bis dahin, NRW bei 18, adieu.